Moini, da bin ich wieder mit Forbidden West. Ja, ich bin einmal schnell zu einer meiner Truhen gereist und habe mir mal ein paar mehr Bärchen geholt, weil, ja, ich das brauche für die Hauptquest. Ich habe auch geschaut, wie ich meinen Trankbeutel aufwerten könnte und dafür fehlen mir Präriehundeknochen. Und ich kenne noch gar keinen Präriehund. Ich kenne Kaninchen hier. Aber Präriehunde habe ich noch nie gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die in der Prärie findet. Ja. Kenne ich trotzdem noch nicht. Genau. Also laufen wir jetzt bis zur Hauptquest. Ich habe da hinten gerade eben. Ups. Ach ja, das ist das Lagerfeuer. Versuch gegen Donnerkiefer zu kämpfen und bin kläglich gescheitert. Das gibt eine gute Farbe. Ja, und jetzt aus irgendeinem Grund denke ich, dass ich gut vorbereitet wäre gegen Gegner, die mich jetzt in der Hauptquest erwarten. Deswegen laufen wir Ich da mal nähere mich rüber. Ethers Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischem Prozessor. Also wir waren ja zuletzt bei Gaia, haben unser Hauptzentrum da gefunden, um unsere Freunde auszubilden. Und oh, hier ist aber eine schöne Palmenlandschaft. Und die Musik ist wieder so schön. Ja, und haben Minerva, eine Unterfunktion von Gaia hinzugefügt. Und jetzt suchen wir die weiteren Unterfunktionen und sind hier bei Äther. Ja, und mal schauen, was uns hier so erwartet. Also mir gefällt die Umgebung auf jeden Fall schon wieder richtig gut. Ist schon wieder ein bisschen anders, ne? Es erinnert mich so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal nach Meridian reist. Da war auch alles so voller Palmen und bunt und schön und das kannte man vorher noch gar Eine nicht so. alte Ruine, die zur Tenakt-Festung wurde? Könnte Aether da drin sein? Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind. Betritt die Tenakt, Stätte. Stand da gerade irgendwie. Ah, da hinten. Oh, hier leben doch bestimmt wieder diese unsichtbaren Dinger. Da war ein Stürmer auf jeden Fall. Was ist das? Watschelt wie eine Ente. Ist auch egal. Ich brauche jetzt keine Enten. Da ist jemand, der durch die Gegend wirft. Jägerbedarf. Ja gut, wenn die Jägerbedarf schon für mich haben und nicht Kriegsführer oder so hier steht, dann werde ich wohl rein dürfen, weil ich Unsere ja Marschälle sind tot. Viele genau Soldaten einen der Nersa wurden Marschall getötet. Und Regalas Armee wird nur immer kannte. stärker. Sie hat uns bei der Gesandtschaft einen Schlag versetzt. Das ist wahr. Doch wir sind hart wie Stahl. Wir geben nicht nach. Hey. Darf ich einfach so vorbei? Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat? Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Diese Visionen. Du sagtest, es sind Berichte der Zehn. Wer ist das? Die Alten.
die genau an diesem Ort heldenhaft gegen die Maschinen kämpften vor langer Zeit. Die Visionen ehren ihre Taten. Zumindest was noch übrig ist. Damit wir sie preisen und nie vergessen. Es gab mal mehr von diesen Visionen? Viel mehr. Dieser Ort war einst voller Licht und Klang. Doch mit den Jahren stürzten sie ins Dunkel, eine nach der anderen. Darum sind Kaplane so wichtig für den Stamm. Wir merken uns möglichst viele Visionen. Sie sind Teil von uns und werden mündlich weitergegeben über die Generationen. Einst mag der ganze Hain dunkel sein. Doch die Kaplane, die mir folgen, halten die Erinnerungen am Leben. Warum wünscht Hikaru, mich zu sehen? Wir sind im Krieg mit Regala. Und du hast bewiesen, dass du ihr gewachsen bist. Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen. Nicht für uns, mit uns. Doch ich will dich nicht überreden. Das macht der Häuptling. Er kann sehr überzeugend sein. Gleich, ich warte gerade darauf, dass das Gespräch beendet ist. Dann gehen wir wahrscheinlich weiter und dann kommt bestimmt mehr, wo sie erzählt hat, dass sich die Marschalle, so, die Überlieferungen merken und weitererzählen, mündlich weitertragen, muss ich gerade an Fahrenheit 450, 52, 53, 57 denken. Also die Temperatur, bei der Bücher brennen. Es ist ein Roman, der auch verfilmt wurde, ein Science-Fiction-dystopischer. Und bei dem wurden halt ganz viele Bücher verbrannt, die nicht ins System gepasst haben und also grob zusammengefasst. Und Menschen haben sich dazu verschrieben, diese Bücher, die ja nicht mehr existieren, auswendig zu lernen und zu personifizieren. Also man konnte dann mit diesen Menschen reden und die haben einem dann das Buch wiedererzählt und die waren nur noch dieses Buch. Und daran musste ich gerade denken, dass diese Visionen aufbewahrt werden als Personifikation, weil durch ja, diesen ganzen Kollaps der Welt, also der Menschheit und der Welt, wurden ja die ganzen Daten geleert. Also es gibt ja nur noch diese Überlieferung, es gibt ja keine Geschichtsbücher mehr, es gibt keine weiteren konkreten Aufzeichnungen für die jetzigen Menschen, was früher einmal war. Es gibt eben nur noch diese Geschichten und ja, das ist schon irgendwie ganz spannend. Das wollte ich nur mal loswerden, dass die sich einfach dem Genre des Science-Fiction immer wieder bedienen auch. Irgendwie, auch wenn es vielleicht aus einer anderen Intention heraus ist. Hat mich gerade daran erinnert. Was machst du hier als Kaplanin? Wer die Jugend überlebt, studiert die Visionen und teilt die Weisheit mit den Jungen. Welche Weisheit? Wie man ein wahrer Krieger ist. Wie man tapfer und ehrenvoll kämpft. Und wann Frieden die bessere Wahl ist. Das wirst du selbst sehen, wenn wir hineingehen. Na schön. Gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal, am Ende des Hains. Komm, sei willkommen in den Berichten der Zehn. Toll. Soldat 10. Es ist defekt, unvollständig. Die ganze Wahrheit ist für uns verloren. Es ist die Pflicht eines Kaplans, die Visionen zu deuten. So gut wie möglich. Zwei, zehn, angeführt, waren. Kopf, Irre, Waffen, kampfbereit. Alles. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen.
Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Es hat so klassische Propaganda-Ästhetik, ne? Mit diesen Drohnen, die oben drüber fliegen, mit den grinsenden Soldaten hier. Uiuiuiui. Das sind also die 10. 10 Legionen. Überlegt jede Höhe. Die 10 verteidige den Bergs. Während ihres Kriegs erklommen die 10 steile Felsen in beißendem Schnee und Wind. Sie machten vor nichts Halt, um die Iren zu schützen. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Das waren sie nicht. Doch die Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke. Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Der Himmelsklan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier nieder. Ja, was passiert mit Kriegspropaganda, wenn die Endzeit vorbei ist und es eine neue Menschheit gibt. Tolle Story. Diese Idee ist schöner Gänsehaut. Unsere Zürche, die Wut, Sandsoldaten, heißen Feinde. Worum geht es darin? Die 10 führten im Herzen der Wüste Krieg gegen ihren Feind. In einem lebensfeindlichen Gebiet. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja, sie wirken ein bisschen extrem. Das wäre für sie ein Kompliment. Ist das eine Bunkertür oder? Mensch gegen Maschine. Ausstellungen zeigen holographische Darstellungen aller G-Sin-Kampfdrohnenmodelle, die während des Konflikts eingesetzt wurden. Die JTF-10 führte G-Sins nicht tödliche Ausrichtung schnell ad absurdum. Bei jedem Kampf, ob plötzliches Artilleriefeuer von den kalten Hängen des Gold Mountain, nördlich des Big Bear Seas, ein Hinterhalt bei den Solaranlagen in der Wüste Nevadas oder ein Flügelanzugabsprung in die Dschungel Kolumbiens, um einen Angriff auf einen seltenen Erdekonvoi zu stoppen, bewiesen JTF-10-Soldaten immer wieder, dass modernste KI und neumodische Waffen es nicht mit menschlicher Raffinesse und Daten beschädigt. Das ist ein Museum also. Gewesen. Das wundert uns jetzt natürlich nicht. Ah, da ist noch ein Datenpunkt. In 73 Stunden Exponat. Okay. Daten beschädigt. Ist das Original der Präsidentenverfügung 2036 30.073 H? Ach, das ist die Exponatnummer? Nee. Ist das Original der Präsidentenverfügung? Ja. Ist die Exponatnummer. Die vom Kongress bewilligte Notstandsermächtigung nutzte, um die Evakuierung der meisten Bezirke im Gebiet um Los Angeles, Las Vegas und Phoenix anzuordnen. Familien und Einzelpersonen sollten zunächst in provisorischen Lagern untergebracht werden, bevor neue Unterkünfte in bewohnbaren Gebieten für sie gefunden werden sollten.
Um die Verfügung durchzusetzen, droht die Regierung, bestehende Verträge zur Wasserversorgung zwischen dem Nordwesten und dem Südwesten für nichtig zu erklären und der Drei-Staaten-Heißzone buchstäblich den Hahn zuzudrehen. Für die Befürworter war 73 Stunden, oder nee, es sind die Stunden dann, ne, 73H, eine humanitäre Maßnahme, um Rohstoffe zu sparen und den vom Klima geplagten Familien des Südwestens einen Neustart zu ermöglichen. Für die Gegner war es eindeutig eine Lockvogeltaktik. Die Bundesregierung brach ihren Vertrag mit Medina für eine gierige Landübernahme, die Enteignungen zur Sicherung von Abbaurechten einsetzte. Gleichzeitig sollten Flüchtlinge aus dem Südwesten in eingezäunte Lager gesperrt werden, die schnell als 73 Hölle verunglimpft wurde. Eine Regelung, die auf starke Daten beschädigt. Okay. Da ist auch nochmal was. Ich find's richtig spannend. Mitarbeiteranweisung. Mika Kadori. Datenbeschädigung minimal. Hi Andy. Andy, kannst du die zuständigen Leute aus der Wartung, der Aufsicht und vom Sicherheitspersonal bitte über die neuen Öffnungs- und Schließungsprotokolle informieren? Dwight und Shania vom MUSEC wissen schon Bescheid. Danke, Mika. Öffnen der Galerieräume. Holographische Displays 15 Minuten vor der Öffnungszeit einschalten, Schaukästen auf Verschmutzungen überprüfen und gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch säubern, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Außenbereichen prüfen, Schließen der Galerieräume, sicherstellen, dass die Putzroboter ihre Hygienerunden beendet haben, Auffüllen von Beständen überprüfen, Reinigung bestätigen, normalerweise mit NET, Putzkräfte zum Personaleingang begleiten, letzte Runde Übergabe an den Nachtsicherheitsdienst über MUSEC, Museum durch Personaleingang verlassen. Der letzte Punkt ist besonders wichtig, den zu notieren auf jeden Fall. Im Dschungel fangen in Dunkelheit, Leiden, Fallen. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die Zehn? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken. Und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Die läuft barfuß mit nur so Binden um den Füßen. Ah, die Rüstung finde ich auch schon wieder schick. So, du verkaufst mir hier spannende Sachen. Hey, Fremde! Angeblich kann man mit dem Relikt, das du trägst, die Stimmen der Alten hören. Ist das wahr? Oh ja. Oh ja, das kann ich. Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Heights. Verstanden, wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehn darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehn meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Ah, sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben. Wir werden sie würdigen. Guck mal nochmal an. Ein ganzer Ort voller Kunsthistoriker. Und das in der Postapokalypse. Lass mich wissen, wenn du eine loswerden möchtest.
Ich meine, wann nicht, wenn... nicht gibt hier. Gibt es viele Osseram-Stöberer im Tenakt-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit denen, die ihr kriegt? Stöberer verbringen ihr Leben im Staub. Wir vergraben sie drin. Lebendig. Ich wollte gerade sagen, ob die Kunsthistoriker denn auch das Blut ihrer Feinde trinken, aber es ist irgendwie nach ihrem letzten Satz nicht mehr so witzig. Warum möchtest du diese Aufnahmen? Jede Schlacht lehrt die Soldaten. Wir sollten diese Lektion lernen und die Gefallenen ehren. So sind wir eben. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Ich glaube, ich habe noch vergessen. Arbeitet das Abspielgerät so, wie es soll? Ja. Danke für die Hilfe beim Reparieren. Was wirst du mit den Aufnahmen machen? Ich muss mit meinen Vorgesetzten sprechen, ob wir Platz für sie schaffen können. Sie sind nicht von den Zehn, aber die Stimmen der Krieger müssen gehört und erinnert werden. Ich melde mich, wenn ich mehr Stimmen finde. Erinnert jetzt aber auch nicht viel an der Story. So, Flugschreiber. Spannend, spannend. Und hier können wir nochmal was scannen. Ist ja ein riesiger Fundus hier. Schriftrolle. Ah, okay. Sauber geschriebene Kaja-Glyphen in Faschavs unverkennbarer Schrift. Offensichtlich Teil seines Tagebuchs. Von Decker, der weisen und geduldigen Kaplanen des Tiefland-Clans, habe ich endlich die Antwort auf eine Frage erhalten, die mich lange gequält hat. Vor meiner Gefangennahme war die einzige Kontakt, mit der ich je ein Gespräch geführt habe, wenn man es denn so nennen kann, eine Gefangene im Sonnenfels, die davon redete, ihren Feinden ihr Blut und ihre Kinder zu nehmen. Ihr Gezeter schien die entsetzlichen Geschichten über die Tenakt zu bestätigen, die ich in meiner Jugend gehört hatte. Doch in all meiner Zeit im verbotenen Westen bin ich nie Zeuge solch barbarischer Taten geworden. Ich wollte wissen, ob ein Körnchen Wahrheit in diesen Worten der Gefangenen zu finden war. Decker erklärte mir, dass so etwas früher tatsächlich vorgekommen ist, in der Zeit der ständigen Kriege zwischen den Clans. Mit Häuptlingen Hekarus Aufstieg wurde diese Praktiken geächtet, kommen aber noch vor. Einige versprengte Aufsässige und Verbannte halten noch daran fest. Interessanterweise waren die Taten selbst nie so bösartig, wie die Kaja sie dargestellt haben. Das Schmecken des Bluts eines Feindes sollte dessen Taten im Kampf ehren. Und verwaiste Kinder wurden aus eroberten Siedlungen mitgenommen, um sie als gleichwertige Mitglieder ihres neuen Clans aufzuziehen, was als barmherzige Lösung angesehen wurde. Ich kann nicht anders, als mich selbst in diesem Licht zu betrachten, als eine Art Weise, die in einem neuen Stamm aufgenommen wurde. Es war nicht einfach und es gibt immer noch einige in den Clanlanden, die mich ablehnen. Aber je mehr ich über mein neues Volk erfahre, desto mehr Edles kann ich erkennen, was in den Aufzeichnungen der Kaja gar nicht erst erwähnt wird. Wie die Mandalorian. Wer ist das? Decker. Ach, noch mehr. Uiuiuiui. Ah, zum Glück kurz. Flugschreiberausstellung. Ausstellung ermöglicht uns, ihre letzten Momente mit anzuhören. Mit einem von Sterling Malkiet freundlicherweise zur Verfügung gestellten Interface können wir uns jeden Flugschreiber anhören, der das Industriestandard RFR Verschlüsselungsprotokoll Version 3.5.4 oder höher verwendet. Geben Sie einfach einen Flugschreiber ins Interface ein und hören Sie sich die Inhalte an. Wir bitten dabei um respektvolle Ruhe, da Sie die Stimmen der Gefallenen hören. Das ist also das, was sie sich da anguckt. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Was ist denn das überhaupt hier? Ah ja. Eine Kiste. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe gar nichts. Macht nichts. Gut. Oh, wie viel Zeit mit Vorlesen habe ich denn jetzt hier verbracht? Sehr viel schon. Mein Fokus schon. Kann Funkbacken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Gut.
Da warten sie schon auf mich. Das sieht doch aus wie ein Thronsaal. Wann fängt die Sequenz an? Hier oben war gerade auch noch mal irgendwas zum Lesen. Halle der Helden. Willkommen in der Halle der Helden. Dieser Raum erinnert an Roberto Medina, der den Feldzug gegen die Regierung und ihre Flotte von General Synthetics Kampfdrohnen finanzierte und anführte. Oberst Edward de la Hoya, wahrscheinlich nicht Hoya, sondern Oya, ach, ich weiß es nicht, Kommandant der JTF-10, brillanter Stratege und Veteran, der die zahlenmäßig überlegenen Regierungstruppen abwehrte. Oberst Anne Faraday, die legendäre Rednerin, die ersten Versöhnungsversuche einleitete, sowie alle, die während des Feldzugs und der Schlacht in der Mojave ihr Leben ließen. Okay. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn? Ja. Ich bin bereit, den Häuptling zu treffen. Bin bereit. Gut. Komm. Boah, das sieht ja toll aus. Unter dem Thron. Ich sehe dich bald, Fremde. Die Retterin von Meridian. Okay. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Oh, das würden die annehmen. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschälle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen, und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht, und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschälle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulhut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulhut. Doch da ist noch mehr.
Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden. Und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kohlroten nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt, aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquall geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Ich habe die Frage, ob wir jetzt Pause machen. Und ich beantworte sie mit Ja. Und das Gespräch geht dann in der nächsten Runde weiter, bevor es wieder ausartet in eine Stundenaufnahme. Also wir sehen uns dann in der nächsten Runde, wenn wir die Fragen stellen hier zu Regala, Verschaf und dem Kulrut. Verschaf hat ja, der wurde ja entführt und hat dann nach dem Kulrut, also das hat er danach gefragt und dann durfte er kämpfen und seinen Wert beweisen und danach war er auch ein Tenakt-Marschall und ja, das wissen wir also auf jeden Fall schon mal. Gut, aber ich wollte nochmal sagen, seht ihr, wie wahnsinnig toll auch er jetzt gestaltet ist in der Sequenz? Also wir konnten so richtig die Schminke in seinen Poren gerade sehen. Das war so abgefahren gut. Sieht so wunderschön aus alles. Und ich liebe diese Variation an, ja, an Kultur einfach, die hier aufgezeigt wird. Das ist wunderschön. Aber wir sehen uns in der nächsten Runde. Und dann geht's weiter mit diesem Gespräch und der Hauptquest. Also bis dann. Ciao.